Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprünge Spritzer. Crony ist hier am Start. Und ja, wir sind hier beim vorletzten oder letzten Keydrop-Video. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss nachher nochmal nachziehen, wie viele ich jetzt schon gemacht habe. $20 Skins behalten wir hier. Zack, das kommt weg. Und Gambling ist natürlich auf 18. Nur mit Kohle, die ich übrig habe. Und Onze haben wir heute wieder mit dabei. Hallo. Und ganz am Anfang. Ich habe vergessen, die zwei Medusen behalten wir. $20 Skins behalten wir auch. Okay, gut. Dann sind wir auf jeden Fall erstmal wieder set. Und haben was? Digga, das kann ja, nicht sein. Musst du irgendwas vergessen haben, oder? Hä, wir auch noch eine Seite 2. Nee. Haben wir letztes Video so viel Minus gemacht? Ah, oder die $20-Skins mal durchziehen. Okay, so viel $20-Skins brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber Digga. Alter, wir haben mit 1600 oder so angefangen, letztes Video. Haben da richtig Minus eingefahren. Aber dass es so krasses Minus ist, hätte ich nicht gedacht. Ich habe doch hier diese Upgrades gemacht, die Speed-Upgrades, wo so in die Hose ging. Uiuiui. So oder so haben wir aber trotzdem Plus bei dem Deal. Der Deal war ja $2400 für 12 Videos und wir haben immer noch die zwei Medusen da drin. Deswegen alles chillig. Ja, ich würde eigentlich sagen, wir zimmern heute nochmal die Cobra Case auf. Die hat uns nämlich die zwei Medusen beschert, oder? Nee, hier ist keine Medusa drin. Steht das, oder? Ist das nicht dran bei der Medusa? Aus welcher Kiste das kam? Wenn ich mal gucke, ne? Aus der West Case. Aus der West Case. Haben wir die irgendwo? Ah, die kostet $200, glaube ich. Na gut, war aber... War das nicht 40 oder so? Nee. Okay, war doch ein bisschen teurer. Guck. Aber die machen wir jetzt auf. Zum guten Abschluss machen wir die auf jeden Fall auf. Hör, was ist hier der Sound? Hallo, wir brauchen den Sound. Da hast du das Rauschen ausgemacht, ja. Das ist nix gut. Erneut öffnen mit Sound, bitte. Alter, das schockiert mich gerade. Ich habe zwar gewusst, dass wir bei den Upgrades letztes Mal noch $500 verloren haben. Plus minus null, immerhin. $500 verloren haben, weil ich habe wirklich fünfmal hintereinander habe ich das Upgrade versaut. Ne? Ich wurde irgendwann richtig, richtig sauer. Schaut euch das letzte Video an, da ging es auf jeden Fall absolut. Oh, boah, Alter. Hä? Nicht genug Kohle drauf. Ja, natürlich, das waren 700 oder so drauf. Oder 800, weiß ich nicht, wie viele du von den 237 Dollar Kisten aufmachen willst. Digga. Ich bin es einfach gar nicht mehr gewohnt auf Speedrop. Da ist man einfach jetzt gewohnt, so fette Polster aneinander zu machen, 10 Stück oder so. Oh, Gigashit. Alter, ey. Wir haben einfach 5-mal Trade-Ups versaut beim letzten Mal. Aua. Alter. Aber wie gesagt, so oder so, ne? Wir haben zwei Medusen und sind hier mit so oder so 3800 im Plus. Nicht 3800 im Plus, sondern 1200 im Plus. Ah, die haben wir vergessen. Guck mal hier. Wo waren die denn dann? Hier. Ach so, ja. Direkt neben dran. Vergessen. Können wir nochmal eine West Case aufmachen? Ja, 1200 im Plus oder bis jetzt vielleicht sogar noch 2000 im Plus. Hört sich viel an. Ist auch viel. Also versteht mich da nicht falsch, das ist eine Menge Holz und so weiter, ne? Aber wir haben mit 2400 angefangen. Das wäre so, als wenn man mit $24 anfängt und dann mit 48 aufhört, ne? So ist das verdoppelt bei der Summe. Und mit 48 würde keiner aufhören. Wir würden alle weiter reincreeden. Ja. Deswegen. Alter. Ist das in der Endsumme natürlich eine Menge Holz, aber im Verhältnis jetzt nicht so übermäßig. Ja. Echt nicht. Schade. Aber zweimal auf. Ich will ja auch noch ein paar Upgrades machen. Wir haben das letzte Mal wirklich fünfmal hintereinander reingeschissen. Oh, die rechte ist gut, ne? Okay. Das Messer halt. Links ist gut, ja. Fünfmal hintereinander haben wir reingeschissen gehabt. Jetzt muss es halt auch mal laufen. Wirklich, wir riskieren es jetzt aber auch nochmal. Ist das das letzte Video? Oder ich vorletzte nicht, Video? Okay, dann das vorletzte Video. Wie gesagt, fünfmal. Oh, da ist noch der Fastspin drin. Der Turbo. Den holen wir jetzt auf jeden Fall raus. Okay, aber nice. Wenn wir jetzt fünfmal hintereinander gewinnen, dann wäre es ja wieder ausgeglichen zum letzten Mal, oder? Wahrscheinlich, ja. Oh, geil, Alter. Oh. letztes Mal sind wir rechts geblieben und haben nur verloren. Deswegen. Und haben nur links gezogen, ja, ja. Boah, ich würde das eigentlich gerne weiter so fortführen. Boah, 160er. Komm, Digga.
Nein! Nein! Ah, wie knapp! Au. Scheiße. Ja gut, wir brauchen halt noch Kohle fürs nächste Video, ne? Ja. Aber mehr Kohle wäre natürlich mehr besser. Schau, was machen wir uns? Weiß ich nicht. Kannst du nochmal gucken, wie viel du über hast dann, bevor du das verkaufst oder bevor du das verlierst? Ja, trotzdem noch 600. Das wäre für meine Videos trotzdem noch heftig, ne? Ja. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Bitte. Oh yeah, yeah. Nein, nein, nein. Oh Mann, warum? Digga, warum kann es nicht mal funktionieren? Ich bin so tilter, das machen wir jetzt nicht. Dann lieber nochmal im letzten Video ein bisschen was aufmachen. Oh. Warum kann es nicht einfach mal klappen? Kannst du mal gucken, ob du vielleicht ein paar Low-Skins hast, aber wahrscheinlich nicht, wa? Ob wir auf Seite 2 oder so? Nee, ich hab keine Seite 2 mehr. Oh Mann. Oh, 25.000. Wird auch nix. Ganz kurz noch Twitter-Giveaway, habe ich vergessen gehabt. Hat mich eine Person daran erinnert und ich habe auch hingeschrieben, dass wir jetzt eigentlich jetzt in dem Video auslosen. Aber da sich es um Giveaway von einer anderen Seite handelt, werden wir das jetzt in diesem Video nicht machen. Ich werde es so machen und einen Screenshot auf Twitter posten. Tut mir leid mit den Giveaways, dass es auch hier von Keydrop so lange dauert. Hier gibt es auch wieder ein 20-Dollar Giveaway, by the way. So wie bei jedem Keydrop-Video. Aber ich habe es einfach super stressige Zeit. Wie gesagt, hat Hausbau und dies und das. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich bin zurzeit nicht ganz auf der Kappe. Tut mir wirklich leid, ihr kriegt die Skins, safe, auch wenn jetzt die manche Leute schon 3 Monate drauf warten, was mir auch mega, mega sorry tut, aber ist komplett meine Schuld. Muss ich mich jetzt drum kümmern oder bin auch schon dabei, mich drum zu kümmern, die Skins auszahlen und dies, das, ne? Und ja, haut rein und bis Spider-Man. Ciao.